Mitglieder trainieren in Kreis-, Regional- oder Bundesligen. Ein Turnier bedeutet für die Spieler Adrenalin pur. Ja klar, Putzcreme auf. Auf jeden Fall. Das ist schon, irgendwo ist es schon eine körperliche Belastung, ne? Also wir haben gewonnen, stehen jetzt quasi im Finale und spielen jetzt um diesen Slot für das ESWC Qualifier in München. Finanziell gibt es dafür leider noch nichts. Gibt es dann erst auf dem ESWC in Paris. Aber wie gesagt, da gibt es ein Preisgeld von 300 bis 400.000 Euro. Und das allein ist Motivation genug, um jetzt da wirklich dran teilzunehmen. Ebenfalls dem Profisport entlehnt, Übertragungen von Spielen auf Leinwände ins Internet oder das Fernsehen. Ein Moderator kommentiert die Strategien, verfolgt von einer stetig wachsenden Fangemeinde. Die besten Spieler aus Deutschland trainieren so viel. Da kommt man einfach nicht ran, wenn man nicht selber täglich trainiert. Wenn man dann die Weltspitze anguckt, ist das noch wesentlich extremer. Da wird wirklich, da hat jeder Spieler einen Trainer. Da werden in Korea zum Beispiel jetzt vergleichbar, das sind Häuser, wo einfach mal 12 Spieler dann den ganzen Tag trainieren, sich austauschen. Also es ist wie, wenn jetzt zum Beispiel ein Fußballteam auf Trainingslager fährt. So ist es ungefähr vergleichbar. Also ich selber habe zwar mal kurz mit dem Gedanken gespielt, aber das ist wesentlich mehr Aufwand, als ich, sage ich mal, jetzt hier zu moderieren. Auf der Bremer LAN-Party herrscht dicke Luft in Halle 5. Christian ist verschwunden. Der Grund? Sein Computer hat den Geist aufgegeben. Die Spiele funktionieren auf seinem Rechner im Moment gar nicht mehr. Der ist gar nicht spielbereit im Moment. Das ist das Problem. Das ist ein Fehler vom System selber, jetzt so gesagt. Ja, du hast so Kacke gemacht. Ey, ich hab die ganze Scheiße runtergeladen, hier zu sagen, was auf Ort da war. Christian ist total angefressen. Wenn es nach ihm gehen würde, würden wir jetzt direkt nach Hause fahren. Er hofft jetzt noch darauf im Inneren, auch wenn er das nicht zugeben will, dass wir das irgendwie heile kriegen, beziehungsweise seine Kollegen, aber je nachdem, schauen wir mal. Also wenn es nicht läuft, dann sind wir heute Abend schon wieder auf dem Weg nach Bielefeld. Die Aussicht auf ein vorzeitiges Ende der LAN-Party löst bei Stefan nicht gerade Begeisterung aus. Das ist aber typisch. Wir fahren auf eine LAN-Party und dann funktioniert gar nichts mehr. Das ist unglaublich. Bist du jetzt enttäuscht? Wie fühlst du dich? Auf jeden Fall. Ich fühle mich richtig enttäuscht. Ich meine, wir haben uns, also ich zumindest, habe mich 4 Monate lang auf diese LAN-Party gefreut. Und bin eigentlich mit guten Erwartungen hier hingekommen, einiges zu holen, auch in den Turnieren. Und jetzt machen technische Probleme einem das Leben zur Hölle. Das macht keinen Spaß eigentlich. Weil das ist jedem Spieler auf jeden Fall bekannt. Zu Hause funktioniert alles mal bestens und dann fährt man auf ein Event, auf eine LAN-Party und dann geht gar nichts mehr. Dann macht der Computer Streit, das Netzwerk, Viren, irgendwas. Das ist einfach nur nervig. Die technisch versierteren Kollegen geben die Hoffnung nicht so leicht auf. Das ist immer schwierig. Man sollte eigentlich normalerweise das Paket dabei haben, was man normalerweise im Rechner hat. Man nimmt alles Mögliche an CDs mit, was man normalerweise so braucht. In Berlin wohnt ein Gamer mit ganz anderen Ambitionen. Gordon Ermisch ist kein Hardcore-Zocker, sondern Konsolenspieler. Erklärter Berufswunsch des 22-Jährigen, Spieleentwickler. Um dieses Ziel zu erreichen, hat er sich mit eigenen Zeichnungen an der Berliner Games Academy beworben. Erfolgreich. Rückendeckung aus dem Elternhaus ist ihm gewiss. Meine Mutter unterstützt mich da auf jeden Fall schon bei und nachdem ich ihr die Zahlen gezeigt habe, wie die Abgänger sind von der Games Academy, wie die Chancen stehen, dass man übernommen wird, da war sie auf jeden Fall zugetan, dass ich da auf die Schule komme. Dafür berappt die alleinerziehende Mutter dann auch das Schulgeld von rund 800 Euro monatlich. Ja, ich denke, das ist die Zukunft. Das ist einfach die Zukunft und das soll er machen. Und da denke ich, dass er auf dem Arbeitsmarkt mehr Chancen hat, später was zu bekommen als mit irgendeiner anderen Berufsfachrichtung. Also ich bin schon positiv davon überrascht, dass er sein Hobby zum Beruf machen kann. Weil das ist nun mal sein Hobby schon mal gewesen. Natürlich will ich später mal Geld verdienen, ist klar. Ich möchte auf eigenen Beinen stehen, ich möchte nicht ewig zu Hause wohnen, ist klar. Und die Motivation ist da, dass ich der Beste in meinem Beruf werden möchte. Ist klar, ich möchte irgendwann mal bekannt werden, dadurch, dass die Spiele sagen oder dass die Leute sagen, guck mal, das Spiel hat der gemacht, der früher mal genauso angefangen hat wie ich. Im vergangenen Jahr hat die Branche weltweit mehr als 30 Milliarden Dollar mit Computerspielen umgesetzt. Mehr als Hollywood mit seinen Kinofilmen. Trotzdem gibt es bislang nur wenige Ausbildungsmöglichkeiten in der Spieleindustrie.
Wer einmal im Bereich Art und Animation arbeiten will, erhält auch klassischen Kunstunterricht. Die heutige Aufgabenstellung im Fach Sculpturing, das Modellieren eines menschlichen Kopfes mit Plastilin. Für den Gründer der Games Academy gehört anatomisches Grundwissen eindeutig auf den Lehrplan. Unsere Erfahrung ist die, dass die also am besten figürlich gestalten können, auch am besten Figuren frei gestalten können. Das ist eine alte handwerkliche Regel, dass man also die Regeln beherrschen muss, damit man sich dann später kreativ von ihnen entfernen kann. So gut die Berufschancen später auch sein mögen, das hohe Schulgeld ist ein großes Thema unter den Action-Azubis. Spendable Eltern sind meist die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Studium. Das Hindernis hier dran ist eigentlich eher so die Finanzierung, weil wir sind alle hier keine Millionäre. Ich werde gesponsert. Da hat man natürlich ein schlechtes Gewissen, aber es ist okay. Wenn da was Gutes bei rauskommt, dann ist es okay. Manchmal zocke ich auch mit meiner Mutter und das ist schon außergewöhnlich. Also machen nicht viele Eltern. 120 Schüler belegen derzeit die unterschiedlichen Kurse der Games Academy. Jahr für Jahr erhöht sich die Zahl der Bewerber. Ja, sind ein paar schöne Sachen reingekommen. Wollen wir mal gucken hier. Für den Art-Bereich, Game Art und Animationsbewerber. Wirklich mit viel Talent ausgestattet. Da können wir gerne mal schauen. Wer Spielwelten erschaffen will, muss ein gewisses künstlerisches Talent aufweisen. Geld allein reicht nicht für eine Aufnahme aus. Aus gutem Grund. Nur wenn unser Produkt, was gut ausgebildete Absolventen sind, wenn die gut ankommen auf dem Markt, dann helfen wir uns selbst, weil natürlich das Interesse steigt, hohe Vermittlungsquote, das spricht sich rum in der Branche, das spricht sich bei Interessenten rum und nur dann erwarten wir halt weiterhin gute Bewerbungen von guten Leuten und ausreichend Bewerbungen, um die Kurse angenehm zu füllen. Deshalb nur mit Dollarzeichen in den Augen sozusagen jeden zu nehmen, das würde uns kurzfristig glücklich machen, aber mittel- oder langfristig eher Schaden zufügen. Mal gucken, ob wir jetzt hier ein Beispiel haben, wo wir sagen, vielleicht nicht so gut geeignet. Mal schauen, was das hier ist. Okay. Gut. Das wäre eine Sache, okay, das ist sicher Ausdruck von Kreativität, ist überhaupt keine Frage. Allerdings ist es was, was wir hier, sage ich jetzt mal, als nicht unbedingt geeignet vom Talent her sehen würden. Die Bewerbungsgespräche, auch bei einer Ablehnung, laufen eigentlich immer sehr entspannt ab, weil das ist für die alles klar. Also wenn wir Nein sagen, dann machen wir das nicht irgendwie, weil wir, keine Ahnung, aus irgendwelchen nicht erklärbaren Gründen, sondern wir sagen, es wird einfach nichts. Sie machen sich unglücklich, ja, sie geben ihr ganzes Geld aus und nachher kriegen sie keinen Job. Und das heißt, für uns ist es auch nicht gut. Zu perfekte Comics nehmen die Fachbereichsleiter ganz genau unter die Lupe. Die Zeichnungen könnten abgepaust sein. Trotz aller wirtschaftlichen Euphorie darf die Schattenseite von Computerspielen nicht ignoriert werden. Im Internet finden sich zahlreiche Bekenner, die vor der Suchtgefahr von Online-Rollenspielen warnen. It really screwed up my life. Auch in Deutschland mehren sich Stimmen verzweifelter Angehörige, die sich um Computerspieler in ihrer Familie sorgen. Hauptsächlich betroffen sind männliche Jugendliche. Bildungsstand oder Wohnort spielen keine Rolle. Die Drogenambulanz des Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf arbeitet am Aufbau einer auf Computerspieler spezialisierten Abteilung. Trotz aller Panik gilt: Übermäßiger Internetgebrauch kann im Jugendalter normal sein, vorübergehender Natur sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich aus einem exzessiven Gebrauch im Jugendalter eine richtige Internetsucht entwickelt, die dann über viele Jahre anhält, ist besonders dann groß, wenn im Hintergrund des übermäßigen Gebrauchs Problembelastungen des Jugendalters stehen, bei den Mädchen insbesondere Selbstwertproblematiken und Essstörungen, bei den Jungen mehr die expansiven Verhaltensstörungen mit Aufmerksamkeitsstörung, Aggressivität. Wenn diese beiden Formen zusammenkommen, dann ist Obacht geboten. Ein Extremfall dokumentiert im Internet. Bei diesem Kind ist das Spielen vermutlich ein Ausdruck völlig anders gelagerter Probleme. Wenn Ärzte Spielen als pathologisch einstufen, übernehmen die Kassen die Kosten der psychologischen Betreuung. Auch bei dieser jungen Frau war das Spielen lediglich ein Symptom zahlreicher Probleme. Nun will sie ihr Leben ändern. Keiner möchte den ganzen Tag
zu Hause sitzen und vorm Rechner hängen. Keiner möchte seine ganze Welt auf einen Bildschirm beschränken und keiner, wirklich keiner, so viele es auch sagen, sind damit wirklich zufrieden. Seit Jahren flüchtet sie vor der Realität, ins Internet und dort besonders in das Rollenspiel World of Warcraft. Das Problem gerade an Online-Rollenspiel ist halt, dass zumindest für mich irgendwann gar nicht mehr um das Spiel und den Spielspaß an sich ging, sondern einfach um die Tatsache, dass man mit Leuten zusammen ist und über das Teamspeak auch Gespräche führen kann und in dem Sinne